Hi, hier ist Yannick von Android-Videos.de und ich möchte Ihnen heute das Spiel 94 Sekunden vorstellen. So, das Spiel ist eigentlich total simpel aufgebaut, schon allein vom Menü her. Viel gibt es hier eigentlich nicht. Es gibt momentan Spielen. Top können Sie antippen, Regeln, Premium. Und bald können Sie Ihre Punktzahl mit Ihren Freunden auf Facebook vergleichen. Ich fange erst einmal an, indem ich hier auf Spielen tippe. So, Sie haben 94 Sekunden Zeit, haben hier oben immer angegeben, was gesucht ist. In diesem Fall ist es eine Stadt in Deutschland, die mit S anfängt. Danach tippen Sie hier einfach den Namen der Stadt ein, wie beispielsweise Schweinfurt, habe ich mich jetzt vertippt, aber das macht nichts, wie Sie später sehen. Danach auf Bestätigen oder hier auf Return. Das machen Sie dann eben immer weiter, soweit Sie können oder besser gesagt wissen. Wenn Sie jetzt mal stecken geblieben sind, wie ich jetzt gerade, mir fällt momentan kein Gemüse mit F ein, dann tippen Sie einfach hier auf diesen Pfeil. Da werden Ihnen dann aber 3 Sekunden von der Uhr geklaut. Sind es nur noch 52 Sekunden gerade gewesen beispielsweise. Ja, Sie müssen eben versuchen, so viele Antworten wie möglich zu beantworten oder so viele Fragen. Und am besten sind hier auch ausgefallene Antworten, also nicht die Standardantworten, die vielleicht jedem einfallen, sondern ein bisschen was Interessanteres, da das dann eben 2 Punkte gibt. Das andere, also so normale Antworten wie Berlin, wird jetzt nur einen Punkt geben beispielsweise. Wenn Sie hier aber irgendwas Besonderes wissen, dann gibt es bestimmt mehr Punkte. Auch gibt es Punkte, wenn Sie Serien schaffen, also beispielsweise mal 5 am Stück, dann bekommen Sie nochmal extra Punkte. Und eben wie gesagt, haben Sie 94 Sekunden insgesamt Zeit. Sie sehen schon, ich habe hier statt Schweinfurt Schweinfurt eingegeben, habe mich also vertippt. Aber das wurde trotzdem gewertet, gab auch nicht weniger Punkte, also Schweinfurt wäre auch kein 2-Punkte-Ergebnis gewesen. Ja, es wird dann halt eben einfach korrigiert. Wenn man es antippt, sieht man dann, wie es richtig heißt. Hier bei Leichtathletik ist es genauso. Hier zum Beispiel Fluss Maas hat mir 2 Punkte gebracht. Libanon auch 2 Punkte, der Rest sind aber alles nur 1-Punkt-Antworten gewesen. Wenn Sie mal was übersprungen haben, dann können Sie hier auch anschließend einsehen, wie viel das gebracht hätte zum Beispiel, oder was es hier überhaupt gegeben hätte. Zum Beispiel ein Gemüse mit F wäre zum Beispiel der Feldsalat gewesen. Ein Baum mit N hätte man die Nordmantanne eingeben können. Ja, das war jetzt das normale Spiel. Jetzt zeige ich Ihnen noch, was es für verschiedene Arten von Jokern gibt. Also wieder das gleiche, Säugetier mit K ist jetzt hier gesucht. Ja, wenn Sie es nicht wissen und beispielsweise momentan schon eine Serie haben, dann können Sie hier unten einfach auf diesen Joker hier tippen, auf die Mütze, und dann schlägt er Ihnen schon mal eine richtige Antwort vor, die Sie dann einfach hier bestätigen können. So ein englisches unregelmäßiges Verb. Ich nehme mal du. So, wenn Sie jetzt hier mehrere Sachen wissen sollten, dann können Sie auf dieses Schloss hier tippen. Das bedeutet, dass Sie dann mehrere Antwortmöglichkeiten abgeben können. So können Sie beispielsweise auch eine Serie aufrechterhalten. Ich überspringe das einfach mal. Zum Beispiel, vielleicht fällt mir hier was ein, Handball fällt mir ein. Und Hockey zum Beispiel. Dann drücke ich hier auf das Schloss und gebe erstmal Handball ein. Aber er geht nicht zum nächsten weiter, sondern ich kann jetzt auch noch Hockey eingeben. Und erst wenn ich das Schloss wieder wegmache, dann geht es zum nächsten. Und Sie sehen schon hier unten, mein Joker ist auch weg. Also standardmäßig haben Sie 10 Joker, aber die werden dann eben mit der Zeit aufgebraucht. Wenn Sie mehr Joker haben möchten, dann müssen Sie entweder die Premium-Version kaufen. Hier haben Sie dann eine unbegrenzte Zahl an Jokern, oder Sie laden eine Gratis-App runter, die hier in der App dann angeboten wird. Oder Sie spielen einfach 10-mal, weil wenn Sie 10-mal spielen, dann bekommen Sie auch 2 Joker hinzu.
Ja, momentan gibt es noch nicht so viel. Da wird noch ein bisschen was erweitert, wenn ich hier mal auf Top tippe. So zeigt er mir an, irgendwelche Daten, zum Beispiel mein bester Score. Das waren 28. Heißt, ich bin besser als 82% aller Spieler. Wie schnell ich beispielsweise meine schnellste Antwort mal abgegeben habe oder wie viel ich im Schnitt mache bei irgendwelchen Spielen hier. Falle und Outtakes, das gibt es noch nicht. Irgendwie stand bei Outtakes, dass das dann eben lustige, besonders lustige Angaben von Ihnen sein sollen, glaube ich. Falle dann eben die häufigsten Fehler. Ja, ich denke, das wird mit der Zeit dann eben noch kommen. Also mir gefällt das Spiel ganz gut, ist ein bisschen mal was zum Überlegen und ja, eigentlich sind teilweise wirklich Sachen dabei, die man wirklich sonst normal weiß. Aber unter Zeitdruck sieht das Ganze dann doch schon ein bisschen anders aus. Ja, das war es auch schon soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Und dann benutzt er eben sein Lichtschwert und kann hier eben auch andere Blöcke zerstören. Das Monster gerade Feuer gespien hat und dadurch hier ja, der Aufbau